einfach mal beide parallel ein und gucken mal, welcher hier das entwickelt. Schon kurios, dass der die Höhe nicht hält, ne? Mhm. Ja, ich gebe hier zu. Da kann man die vorher anders einprogrammieren. Die Luftkissen schwebt. Besser, ja, ja. Die sind bei so aus, ja. Ja. Obwohl, nee. Ja, nee, das ein bisschen mal variiert, ja. Okay, aber das andere war doch schon. Man muss nur noch die Route eingeben und das Programm. Ja. Hier, was wir fliegen sollen. Ja. Ja, Weltpoint. Ja. Ich bin gerade am Auto drauf, das ist ein Problem. Aber ganz, alle haben das gleiche Problem, wenn die Sonne da ist, kann man den Dinger so blöd gucken. Ja, gut, brauchst du halt einen Putz. Ja, ja, aber trotzdem, wenn die Sonne, wenn du so stehst und die Sonne scheint, der rein, der ist wieder ab. Der nutzt den, der schützt nichts. Ja. Das haben wir alle mal nicht so richtig.
Ja, sind an der Motor, da sind Motor 2 noch drin. Gucken, welcher länger durchhält. Die Akkus sind beide Folge, also beide Folge. Neu. Beide. Flight-Controller drin, zwei Kompassmodule drin. Alles drin und dann. Der Mondsensor ist besser. Ja. Das sind 200 Euro. Ja, gut, das denke ich auch eine Länge. Er wiegt gut 100 Gramm mehr, ne? Der neue. Ach so. Ja. Die Motoren sind noch da. Das ist ein Zentrum.
Schöne daran ist, du musst nicht basteln. Du kaufst dir das Ding, packst das raus aus der Box, gibst den Akku rein und kannst fliegen. Ja, fertig. Wenn man es denn kann. Ja. So. Du musst da nicht dran rumfummeln oder was ich weiß, 1000 Teile zusammenbauen. Und das funktioniert. Ja, das kannst du aber auch bei deinem Fünf gebaut und dann kann es schneller abkürzen. Ja, die Dinger sind eigentlich ziemlich sicher. Super. Das ist doch die Lichter jetzt, ne? Ja. Da habe ich ja auch gesagt, ich bin mal entweder beim Eichen, das wird besser. Ja, ja, das Grün da, ne? Ja, ja, das ja, habe ich ja auch schon drei vorhin gedacht. Aber man dann gar nicht. Gar nicht, ja. Nee, weil die oben liegen. Das ist viel besser, oder? Ja. Warum sie das gemacht haben? Ja, Design. Na ja. Apple steckt aber irgendwie dran. Die liegt da oben. Gut, wenn der hier steht, dann sieht es doch viel besser grün. Das ist das Einzige. Man muss ein bisschen runter gucken. Ja. Aber optisch finde ich das. Ja. Vor allem, wenn der Arm so dunkel fliegt, ist das schön. Ja. Das sieht doch gerade schön aus, aber nicht der Name jetzt. Ja. Ja, das ist mir so dunkel. Was wir auch noch mal machen wollen, da kannst du mir vielleicht gleich noch verhelfen. Also beim zweiten Flug bin ich wieder hinten irgendwo hin und dann drücken wir den Return to Home Button. Wollen wir gucken, welcher Teller wieder da ist. Welcher Teller zurückkommt. Ich will einen da hinnehmen, den einen stellen wir da hin und dann lassen wir sie beide mal zurückkommen zur selben Zeit. Die stellen nur 50 Meter zum Start auseinander, aber mal gucken, welcher Stick da ist. Ne? Ich habe 9 Minuten. Aha. Und jetzt wollen wir jetzt auch 5. Die anderen Segler sind
ist doch, ja, unangenehm. Ja, der kann mal aussetzen, aber er filmt noch, ne? Ja, genau. Ja. Ja, gut, das liegt aber auch, es kommt daran, wie der Luftsensor verpackt ist. Du hast ja den Quatsch und den Wind. Ja, bei den anderen, bei den Mikrokoptern ist das, die habe ich ja noch in den Schaumstoff eingepackt und so weiter. Das ist besser regelt. Das ist ja der Bodensensor. Und beide. Er guckt, der blinkt, der geht runter, er landet. Der rote hat Unterspannung und geht jetzt zur Landung rüber. Der geht auf. Nee, nee, der blinkt jetzt erstmal, ist aber 30%. Der hat bei 33. Dann setzen wir noch 24 wieder und 33. Ja, ja, ja. Ja, so darf man ja auch, ne? So ist halt. Also direkt im Vergleich hast du noch nie gesehen. Nö. Ja, aber der andere war weiter runtergegangen. Ne? Also, das ist ja so ein bisschen spannend. Kann man noch drauf, oder? Ah ja. Nö. Ist er nicht. Ich hol mal ein bisschen runter. Ist der drauf? Jetzt liegt der andere auf. Ja? Ja. Sehen? Ja, kann man. Ja, ein bisschen nicht weiter nach vorne, ja, bis dann siehst du es, ne? Da alles mit. Wir sind ja 17 Minuten und 11 Minuten. Auf wem habe ich gefilmt? Also vielleicht ein paar mehr Minuten, weil wir nochmal kurz unterbrochen haben. Der andere vier noch was, ne? Man kann immer grob sagen, die 20 Minuten, die man erzählen, wenn man dann auch da oben ist und dann kann man die holen, dann wird das noch ein bisschen einführt sein. Dann kommt das andere Hafen mit. Vielleicht kann man sich ja schon verlassen, dass er das dann macht. Wie? Du musst jetzt einfach noch ein bisschen runterholen. Ist schon wieder zu hoch? Dann nimmt er wahrscheinlich für 3 Kilometer mit. Rechnen müssen, wie lange brauchen wir. Ja, das ist ja wichtig, dass er sagt, okay, sonst ganz egal, wie der Kilometer weg muss, zurück. Wie lange hält der hier noch, der Akku? Oh, okay, dann mach. Ah, ja, zum Spaß, ne?
Oder eben. Fliegen ist was anderes als schweben, ne? Je nachdem, wie viel du wieder machst. Und, Thank you.